Neulich im Fernsehen der alte Komponist, Schöpfer unsterblicher Melodien. Nach seiner Glanzzeit befragt unter den Faschisten, nimmt sein Gesicht den Ausdruck inneren Widerstandes an, aber wohl mehr gegen die Fragen als gegen die Nazis. Und er fängt an zu erzählen. Ja, wissen Sie, eines Tages wurde ich zu Goebbels bestellt. Goebbels war außer sich. Und so weiter und so fort. Naiv und mit Schleue und kein bisschen Reue, unterhenkern und mördern, die Karriere zu fördern. Zweites Bild. Der Komponist putzt seine Schuhe mit einem selbstkonstruierten Putzlappensystem und spricht dazu. An meine Schuhe lasse ich keinen ran. Sie werden es nicht glauben, diese Slipper sind über 20 Jahre alt. Er bindet seine Schürze ab, die Kamera zeigt die Schuhe in Großaufnahme und tatsächlich, sie sehen aus wie neu. Den Wohlstand verschweigen, den Leuten nur zeigen, wie normal ich mich gebe, wie bescheiden ich lebe. Drittes Bild, der fast 90-Jährige bei der Arbeit am Flügel. Mit geübter Hand, die schon etwas zittert, bricht er die am leichtesten tragbaren Perlen und Edelsteine aus den Werken der Klassiker und wirft sie, neu gefasst, als eigene Schöpfung wieder auf den Markt. Die Welt ist verblüfft und entzückt. Den Menschen mit Tönen, die Träume verschönen, die nach dem Erwachen noch viel elender machen. Viertes Bild, der Künstler und die Frauen. Viermal verheiratet hat er sie alle überlebt. In seinen Memoiren veröffentlicht, in einer rechtsradikalen Illustrierten, behauptet er, eine Schauspielerin in der Kirche auf einer Orgelbank vernascht zu haben. Er schreitet die Fotogalerie seiner Verflossenen ab, dabei klappern seine vertrockneten Eier wie Walnüsse. Mit schönen Frauen, die einem vertrauen, wer weiß, was zu treiben und dann drüber schreiben. Fünftes Bild, beim Tee auf der Terrasse. Der Komponist ergreift lächelnd die Hand seiner fünften, 60 Jahre jüngeren Frau. Auf die Frage, wie es sich so lebt an der Seite eines großen Künstlers, antwortet sie: Es ist sehr schwer, gegen die Geliebte meines Mannes anzukommen, die Musik. Schwenk in die totale Starnberger See in der Abenddämmerung. Naiv und mit Schleue und kein bisschen Reue, unterhenkern und mördern, die Karriere zu fördern. Den Wohlstand verschweigen, den Leuten nur zeigen, wie normal ich mich gebe, wie bescheiden ich lebe. Den Menschen mit Tönen, die Träume verschönen, die nach dem Erwachen noch viel elender machen. Mit schönen Frauen, die einem vertrauen, wer weiß, was zu treiben und dann drüber schreiben. Ja, das nenn ich verkommen, doch im Grunde genommen gibt es noch heute viel zu viele Leute, die sehen darin eben ein erfülltes Leben.